Coming round slowly, hopefully she'll get back into this. But whatever the problem is, she's stuck in first gear at the moment. Maybe that's what the problem is, but so we didn't get to keep radio, unfortunately, but she's stuck in first gear at the moment. So making our way round, and all the drivers just doing one lap, coming back into pits. They may do a second, but it's only two laps before they come into pits. Have the whole car checked. So remember also to have an extra set of tyres for the first half hour. So that's the encouraging drivers to get out there and do that. Newcomers we have out there, one or two drivers. I think every other driver has done a Grand Prix here, apart from those three. Also Kimi Räikkönen, offenbar Probleme mit der Benzinversorgung, Benzinpumpe wird gemeldet in Ferrari, dann Max Chilton, Elektronik-Gremlins, die erstmal eruiert und gefunden werden müssen, abgestellt werden sollten. Dann Dani Kvyat, da haben wir gesehen, beim Toro Rosso haben wir vorhin schon ein paar Mal Bremsprobleme gehabt, da ist man jetzt auch gerade bei Franz Tost dran und sein Mann, dem das Problem auf die Spur zu kommen. Und dann haben wir Erich von and there's a little puff of bricks of smoke from a right-hand brake. Isn't there a front right hand front just as he hits the brakes? Quite obvious to see. Kapstaubt also rechts vorne ein bisschen Bremsen auf, dann haben Sie gesehen und da blockiert. Also die Linie war aus den unterschiedlichsten Kampfabrikwinkeln wirklich zu verfolgen, dass der Dämpferpass nicht heißt, dass Nico Rosberg die Bestzeit aus dem freien Training heute Vormittag nicht auch nochmal auf die Bahn zaubern kann. Und zwar dann, wenn es jetzt zählt. Hier haben wir den Bremsenexperten. Also ein Thema, das uns heute Morgen schon beschäftigt hat, sieht man auch nicht für die Bahn. Jetzt denkt er mal quer. Came through into Q3.
up to 10th at the moment. Hello.